Moin Moin, hier ist der Frank. Heute will ich mal kurz zeigen, wie man in Shotcut die Audiospur ein bisschen verändern kann, also lauter oder leiser drehen. Dazu habe ich hier schon mal was vorbereitet. Wir nehmen mal dieses Video, ziehen das unten in unsere Timeline. Hier im unteren Bereich sehen wir die Audiospur, oben ist die Videospur. Die Audiospur ist jetzt die Videospur, Audiospur ist jetzt auch rot umrandet. Insofern können wir jetzt auch einen Filter ansetzen. Was wir hier auch sehen, dass ich hier rechts den Pegelmesser eingeschaltet habe. So, dann kann man mich jetzt gleich sehen, ob das in den gelben bzw. roten Bereich reingeht. Ich starte das Video jetzt gleich mal von Anfang an. Und wir gucken uns das mal hier rechts an, ob es in den gelben oder roten Bereich reingeht. Da war schon gelb. Und da war es orange. So, das soll reichen als Beispiel und das wollen wir jetzt gleich ändern. Will ich jetzt gleich ändern. Dazu markiere ich hier unten unseren Film, so dass er rot markiert ist. Ganz oben steht dann Filter und gehen hier auf ein Pluszeichen, um einen Filter anzuwenden. Hier die drei Reiter, der dritte ist unsere Audiospur. Verstärkung Lautstärke und setzen das jetzt mal auf minus 10. Minus 10. Und hören uns das Ganze nochmal an. Und achten rechts darauf, ob es in den gelben bzw. orange-roten Bereich reingeht. Hier ist nun ziemlich wenig Ton und eigentlich sollte dieser Balken immer so bei 0 bis minus 10 landen. So, und aber jetzt hier bei diesem Video habe ich halt ein paar Peaks, die dann doch wirklich sehr, sehr laut sind. Und die haben wir jetzt hier mit ein bisschen eliminiert. Also ihr müsst hier ein bisschen rumspielen, wie es zu eurem Video passt. Es kommt ja auch immer auf die, ja, auf die Quelle drauf an, die ihr habt. Na, also was für eine Tonquelle, so das hier ist jetzt Natur und da gibt es halt mal so ein paar Ausreißer und die haben wir jetzt eliminiert. So, das war es jetzt hier an dieser Stelle. Wenn es gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen oben und ja, vielleicht abonniert ihr auch. Falls ihr noch Ideen habt, schreibt das mal unten in die Kommentarfelder rein. Und ja, würde mich freuen. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.